Ja, wir haben einen Arkan-Mage, der es eilig hat zu pullen. Da ist mir gerade ein Arkan-Beschuss an mir vorbeigeflogen, als ich gerade pullen wollte. Das ist immer so diese. Das ist das Problem, wenn man Procs hat. Man schmeißt einfach nur. Ja. Ich finde es nur immer so witzig als Tank, man stürmt vor und unterwegs wird man von Pyroschlägen, Arkan-Beschüssen und allem möglichen Zeug überholt, die dann die Mobs vor dir erreichen. Oder aber du läufst auf ein elementarartiges Wesen zu, das auf einmal verbannt ist. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Ich sag dazu nur südliches Brachland. Was tut man doch nicht? Verbannt. Du weißt, Nadine, ich spiele hier wieder mit den Profi-Hexern zusammen, ne? Oh, ja, verstehe. Wobei, wenn ich gerade Lust und Laune habe, mache ich das auch gerne. Besonders bei bestimmten Tanks. Ja. Bei Bloody kann ich das nachvollziehen. Macht aber auch Spaß. Das macht echt Spaß, sowas. Nein, das macht nur Spaß bei bestimmten Leuten, nicht bei jedem. Ja, gut, bei manchen Leuten wird es langweilig, weil die ignorieren das einfach. Da schlafen ein. Prost. Ja, wenn du gerade von dem redest, der war letztens erst wieder hier im TS und hat sich mit mir unterhalten. Ja, der levelt ja auch irgendwas wieder. Ja, wir brauchen halt unseren Quoten-Kevin bei uns in der Gilde. Das Witzige an unserem Quoten-Kevin ist ja sogar noch die Sache, dass er wirklich Kevin heißt. Kevin, Gesteine schütteln. Ach, das Steine In schütteln ist toll. Insider kommen nicht wirklich an, wenn du. Ja, egal. Deswegen habe ich ihn auch gebracht, weil es ein Insider ist, den eigentlich niemand versteht. Sonst wäre es ja kein Insider mehr. Verzeiht, aber ich habe keinen Besuch erwartet. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein wenig. Genauso wie euer Kevin, mit dem ich mich nicht auskenne, aber Kevin ist halt einfach ein. Ja, Freitreiber Kevin heißt, das sind schon mal alle Klischees bedient. Jo. Wer Kevin heißt, ist eigentlich schon gestraft genug. Ah, aber da gibt es ja noch ein paar Namen, die so sind. Das waren die Eltern, die eigentlich kein Kind haben wollten. Das sind bestimmt auch solche Leute, die dann ihre Jäger haben und ihren Bären dann irgendwie Schwein nennen oder sowas. Ja, Hubschrauber oder so ein Scheiß. Die Barlow-Jäger. Genau. Was haben wir denn da bekommen? Hand der Erlösung. Seele brechen. Der Aggro-Reduce. Ganz wichtig. Ja. Ganz, ganz wichtig. Oh, toll. Man opfert einen Teil seiner Gesundheit und ist die ganze Aggro los. Oh, das hätte ich mir nicht sagen sollen. Ja gut, man hätte es kann es auch lesen, aber. Wenn du nicht die Einzige auf der Akkuliste bist, hast du das Zeug trotzdem noch im Arsch. Ist dir schon klar, ne? Also, raus hier. Oh, Blizzard, ihr hättet dem Hexer diesen Zauber nicht geben sollen. Also, ich musste den einmal in Blutschlägermine normal verwenden, weil ich da mal so einen schlechten Tank hatte, dass ich dem in einem Bosskampf zweimal die Aggro geklaut habe. Okay. Beim ersten Mal hat er noch rechtzeitig gespottet. Als ich das zweite Mal hintereinander dann die Aggro gezogen habe, ich dachte, oh, verdammt, ich glaube, jetzt ist sein Spott nicht bereit. Lieber mal Seele brechen, bevor der Boss bei mir ist.
Hinweis fürs nächste Mal, hol einfach die blaue Mülltonne raus. Dann ist ja egal mit der Akku. Ja, ich weiß, aber ich will nicht unbedingt auf meine Wache verzichten. Als Demo-Hexer ist die schon minimal wichtig. Spiel halt nicht so ein Scheiß wie ein Demo-Hexer. Ich mag Demo-Hexer. Und verdammt, ich sehe schon wieder das Ende des Erholungsbalkens. Flucht aus Dunholde. HDZ1. Eine sehr geschichtsträchtige Illy. Wenigstens bei mir auch mal Licht am Ende des Tunnels sehen würde. So, jetzt sind wir hier im alten Hügelland. Man kann zwar hier mit dem Drachen fliegen, aber zu Fuß geht's schneller. Oh Mann, mein Inventar ist schon wieder voll. Brauchst du einen Rap-Mount? Nö. Wie ich sehe, es fliegen drei Leute. Okay. Das ist richtig. Nur der Schurke und ich schlau genug, um zu wissen, dass es zu Fuß schneller geht. Wer hat gesagt, dass wir schnell sein wollen? Ich? Ja, du wolltest schnell sein, aber das heißt noch lange nicht, dass die anderen drei schnell sein wollten. Ach. Mal in der Zwischenzeit schon mal hier die drei Wachen verprügeln, die müssen wir später so oder so machen. Hetz mich nicht! Das klang jetzt typisch nach Bloody. Das ist gruselig. Das Tolle ist, in der Zeit kann ich mir kurz was zu essen holen. Das fällt ihm jetzt ein, kurz bevor er gelandet ist. Wieder da! Naja, bist du ja direkt neben dem Kühlschrank, ne? Ich hab gesagt, ich bewege mich nur so weit, wie ich heute muss. Das ist der Weg zum Kühlschrank und zum Klo. Skinny Pete, was ist das denn für ein geiler Name? Alter! Da schmeißt er seinen Infernal rein. They see me rolling. Ach Gott. Sind die hier schon platziert? Okay. Zwei von fünf haben wir, dann fehlen noch drei.
Heide verteilt überall schön seine Bubbles. Lass ihn doch, auf dem Level geht ihm das Mana eh nicht aus. Bubble, Bubble, Bubble. Oh, ich habe mich gerade von meinem eigenen wenig Mana-Alarmton erschrocken. Das erinnert mich jetzt wieder an Anna. Der hat das irgendwie auch so eingestellt, dass immer wenn er unter 20% Mana kommt, dass da irgend so ein Alarmton kommt. Und den haben wir in letzter Zeit immer im TS gehört, weil das irgendwie so laut eingestellt war, dass sein TS davon aufgegangen ist. Wir haben dann immer, hat er den irgendwie immer den ganzen Raid wissen lassen, dass er wenig Mana hat. Wäre auch nicht schlecht, oder? Ich finde es eher überraschend, dass er uns noch gehört hat neben dem Geräusch. Weil das ist ja anscheinend ein Dauerzustand. Mich wundert es, dass er davon nicht schon längst taub geworden ist. Ja, nee, dazu hat er alleine schon seine Kinder. Ja, stimmt, ja, die hört man ja auch die ganze Zeit im Hintergrund bei ihm. So, mal schauen, ob wir diesmal wieder einen Spezialisten in der Gruppe haben, der es schafft, Frell anzusprechen, bevor alle die Quest abgeben können. Ah, dann gebe ich dem so eine schriftliche Batschen aus dem Hinterhaut, ey, also. Okay, für den bayerischen Dialekt brauche ich irgendwann mal ein Wörterbuch. Das war doch jetzt wirklich nicht schwer zu verstehen. Da war nicht sehr viel bayerisch. Ich schreib's vorsichtshalber vorher mal in den Chat. Solange wir die Stanzen nicht reparieren. Ups, ich hab gepult. Der Hunter, Alter. Was ist euer? Wieso pullt ihr die jetzt auch noch? Also ich habe die Quest zumindest abgegeben. Ja, jetzt dürfte ich auch noch. Also noch steht er unten. Dieser blöde... Da könnte ich wieder, da kriege ich so einen Hals. Da war ich gerade dabei, die Quest anzunehmen. Dann labert, dann rennt Frall los. Der platzt gleich mein Schädel hier. Oh. Wer hat denn angelabert eigentlich? Der Hunter, der Dumme. Der Hunter stand eigentlich oben. Ja, der Gnome, das ist doch der Jäger. Wir haben ja mehrere Gnome hier in der Gruppe. Also der Gnomejäger ist eigentlich ein Nachtelf, der zu einem Gnome gemacht wurde. Ja, aber der halt aussah wie ein Gnome. Entweder war es der oder der Heiler, einer von den beiden. Der Hunter stand oben. Ja, dann war es der Heiler.
Rechts verschied dir. Oh Mann, ja, egal. Der Fry stirbt halt einfach gleich in die nächste Gruppe. Ja, die Mobs hier drin können eh nicht wirklich viel. Oh, mich regt der Typ auf. Wehe, den Hippe auf! Stand eh ungültiges Ziel dran, als ich's versucht hab. Troll, ihr habt nicht wirklich geglaubt, dass ihr entkommen könnt, oder? Ihr und eure Verbündeten werdet Schwarzmoor Rede und Antwort stehen müssen, nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Ja, jetzt weiß ich auch, warum er ungültiges Ziel hat. Er hat einen Disconnect. Recht, schießt sie aber auch. Hat er gar nicht alles verdient. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wer braucht schon Heiler? In dem Level niemand. Das Spiel, das ich gestern von dir mitgenommen habe, das habe ich gerade eben nochmal probiert. Oder was heißt gerade eben? Auch schon wieder ewig her, irgendwie gefühlt. Und das ist so ein Scheiß, da kennt man sich hinten und vorne nicht aus. Hab's nach 10 Minuten wieder rausgemacht und hab stattdessen wieder das Einhorn gesucht. Okay. In Red Dead Redemption. The Unicorn. Beziehungsweise den Chupacabra, weil dann, wenn man den tötet, taucht das Einhorn erst auf. Get to the chopper! Na, wo bleibt er denn, unser Frolly Honey? Auf ins Stodel! Du gerade zu Thrall Honey gesagt? Frolly Honey! Okay. Yeah. Ich sag dazu nichts mehr. Ich auch nicht. Es kommt von irgend so einem komischen YouTube-Video. Sind die nicht alle irgendwie komisch? Ja, irgendwo schon. Sonst würden wir keine YouTube-Videos machen. Und wir sind komisch. Also dann, Frolly Honey, weiter geht's. Das ist Green Jesus und nicht Frolly Honey. Ja gut, Green Jesus geht auch.